Oh Gott. Bits und so. Nochmal richtig. Bits und so. Dem herzlichen wunderschönen guten Abend. Außerdem dabei vom FSCK-Lokreise die Leo Becker. Guten Abend. Digitalen Ab. Bastian Schlingel-Wölfle. Guten Abend. Guten Abend. So, wer sich jetzt das Video anschaut und sich wundert, das gehört so bei Basti. Ja. Falls der urplötzlich einschläft, dann kann er einfach umkippen und tut sich nichts. Das ist doch sehr praktisch. So ähnlich wie der Helm von Natalie Portman in Garden State, ne? Das ist ein bisschen lang her, was hat sie? Ach ja, 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 ja. Weil ja. sie so irgendwie, wenn sie einen Anfall kriegt, dann fällt sie ja. um und dann ja. braucht sie so ein Mützchen. Das hast du jetzt auch. Herzlichen Dank an unseren Hörer Christian. Der hat uns ein kleines Care-Paket mit vielen Lebkuchen und diesem Ostrich-Pillow zugeschickt, was den Büroschlaf vereinfachen soll. Wir werden jetzt weltweit das erste Projekt starten, wo wir versuchen, ob es möglich ist, eine ganze Podcast-Folge eines eine Stunde plus Podcastes mit diesem wunderschönen Gerät auf dem Kopf durchzustehen. So, und was wir nicht wussten vorher, das wir haben uns ja neulich schon mal, glaube ich, in der Postshow drüber unterhalten, was wir nicht wussten, ist, dass das oben die Löcher für die Hände sind auch gleichzeitig Kopfhöreraufnahmen. Genau, ja. Und wenn der Kopfhörer einfach ein bisschen laut genug ist, dann hört man es da drin auch ganz, ganz schnuckelig. Er ist, glaube ich, auch nicht lauter als sonst, oder? Du hast ihn nicht lauter gedreht. Nee, ist ganz normal. Ja, es ist ziemlich schön. Also von daher ist es schon recht praktisch. Du musst nur die Ohren an der richtigen Stelle haben. Ja, genau. Ich habe halt so sehr lange Ohren, die nach oben gehen, so ein bisschen wie Jar Jar Binks. Die habe ich mir über dem Kopf zusammengebunden. Und jetzt höre ich auf jeden Fall auch was. Also Leo, vielleicht ist das was für dich. Kann man ja auch eins zuschicken, dann kannst du besser... Also Leo hat gerade ja gesagt. Ja, selbstverständlich. Weiß also, ich habe zwar gerade mit meinen Augenbrauen so nach oben gezogen, so gezwinkert. Das hat man natürlich nicht gesehen, nicht aber gesehen. Das bedeutet, wir wissen ganz genau, wer dieses Ding danach bekommt. So, also.